Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wissen Sie, was ich heute in der Zeitung gelesen habe? Zurzeit finden in England die World Student Games statt, die Weltstudentenolympiade. Und ich dachte mir, was für ein Blödsinn, ein Sportereignis für die unsportlichsten Menschen der Welt. Ich frage mich ja, ob die da die Disziplin so den Studienfächern zuordnen. So zum Beispiel 400 Meter der Mathematiker, Diskus der Physiker. Obwohl es könnte Probleme geben, zum Beispiel, würden die Philosophiestudenten bitte da loslaufen beim 100-Meter-Lauf, wo wir sagen, dass der Start ist und nicht, wo sie denken, dass der Start sein könnte. Dankeschön. Und denken Sie mal bitte an das Thema Drogen und Sport. Das ist ja sowieso schon schwierig, ja? Aber Drogen bei der Studentenolympiade, das müssen ja Massen sein, ja? Vielleicht sollte man denen sagen, dass Marihuana nicht die beste Droge für den 100-Meter-Lauf ist, ja? Ich sehe die ja dann schon rumlaufen. Oh, die Bahnen sehen alle so gleich aus hier. Oh, hoffentlich sponsert Mars. Ich hätte jetzt so gern Schokolade. Das wird so kommen. Wissen Sie eigentlich, wie Profisportler sich dopen? Ja, mit den Hormonen von Tieren, die zur Sportart passen. Neulich wurde ein bulgarischer Gewichtheber erwischt, der in seinem Blut das Testosteron eines Gorillas hatte. Und der Mann, der stand ja jetzt so vor einem Dilemma. Also entweder muss er die Medaille zurückgeben und zugeben, dass er gedopt hat, oder er hätte die etwas peinlichere Rede gehalten. So, ja, ich bin zurzeit einsam, meine Frau hat mich verlassen und ich bin dann in den Zoo gegangen und dann war dann dieser nette Gorilla und eins führt zum anderen und ich bin ja auch nur Mensch. So. Die Schwimmer nehmen natürlich Fischhormone, das ist ja klar. Die Chinesen immer sehr schlau, Thunfischhormone. Schnell, zielsicher, Goldmedaille. Die Deutschen haben sich ja bei der letzten Olympiade für die Miesmuschel entschieden. Voll Panne, zwei sind gleich nach dem Start voll am Beckenrand kleben geblieben. Einer wäre fast ersoffen, der Rest landete auf einer Pizza Marinara, es war nicht schön, ja.